Alohomora. Blum, 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 blum. Confringo. Eine Holzbrille, okay. Alohomora. Da geht's ja noch weiter, oh mein Gott. Lumos. Raum der Todestagsfeier. Der wurde ja auch gemacht. Ich sagte, dass ich es tue. Ja, das solltest du auch. Darauf kannst du lang warten. Nein, diesmal werde ich sie das fragen. Das sagst du schon seit 40 Jahren. Habt ihr das gesehen? Sie hat mich angeschaut. Werter Schulterhaufen, ich fürchte, ich war es, der ihren Blick auf mich zog. Ich werde es tun. Das solltest du. Noch in diesem Jahrhundert. Revelio. Raum der Todestagsfeier. Diese düstere, geräumige Kammer in den unteren Kerkern von Hogwarts eignet sich perfekt für gelegenheitliche Todestagfeiern, die hier von den Schlossgeistern gefeiert werden. Die meisten Sterblichen bleiben solchen Feiern lieber fern, weil das dort serviert Essen stark verwest und die Nasen der Geister zu erreichen. Ich dachte, du fragst nie. Was für ein schönes Paar wir sind. So. Ach. Vier Geister. Zwei davon sind schwul. Revelio. Passt doch. Also. Hätte es besser nicht machen können. Ach so, stimmt. Ah, wieder verbesserte Versionen von unseren Gegenständen, die wir schon haben. Oho. Na dann, lassen wir uns nicht booten, sondern grüßen den alten Herren der Nachbarschaft. Oh. Aha. Oh. Wenn da wohl das Schloss selbst designt hat. Also, die Designer, das muss ja auf jeden Fall. Die müssen entweder eins in der Backe gehabt haben oder keine Ahnung was. Da kann man nicht. Das ist eine Einbahnstraße von nebenan, ne? Lumos. Ich will eigentlich hier. Interessant. Ne, und hier sind ja Stufe 2, ne? Yo. Das wär's hier. Das hier. Okay. So. Wo waren wir schon? Oder waren wir nicht? Ja, hier waren wir. Okay, hier waren wir. Jo. Aber ich glaube hier noch nicht, oder? Ich bin
mir eigentlich gar nicht mehr sicher, wo ich hier bin. Ah. Ups. Waren wir auch schon? Ja, hier waren wir schon. Jetzt laufen wir teilweise im Kreis rum, das ist auch nicht zu fassen. Ja, wo sind denn die Schlafräume von den netten Herren? Und Damen von Slytherin? Wurden die einfach vergessen? Ne, die sind bestimmt hinter dem... Hinter den, Hier sollst du reingehen! Was? Revelio. Da ist nix. Oh, keine Geheimtür, nichts, ne? Nein. Das können wir noch nicht. Nein. Dann will man uns sagen, dass es hier nichts mehr gibt. Wenn die wahre Macht des Vergessenen enthüllt wird. Okay, die wahre Macht des Vergessenen. Was ist das? Nee, komm jetzt. Wir probieren mal vielleicht ein bisschen ganz nach oben zu kommen oder so. Shit. Kann nicht schneller als die Treppe sein. Da ist eine 1. Und dann eine 2. Okay. Siebzehn ist das erste zusammengerechnet. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Eidechse. Oder so. Oh. 19. Dann haben wir den. 1, 2, 3. 3, 12. Sieben. Das ist ein komischer Totenkopf oder so in der Art. Mal gucken, ob wir richtig stehen. Jo. Revelio. Gut, mehr gibt's hier nichts. Dann haben wir das auch gefunden und. Wir haben aktuell wirklich viele nicht identifizierte Outfits. Was ist denn hier nur los? Da geht's noch weiter?
So. Also dieses Buch muss sehr viele Seiten herausgerissen haben, ne? Oh, bestimmt, da waren wir schon. Das ist ja bestimmt Hogwarts. Toll, ja, es ist Hogwarts. Ne, ist bestimmt von den Leuten. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Revelio. Stufe 1, 1, yes! Alohomora. Da können wir rein, okay. Super! Dauerlabersendung bis morgen 24 Uhr? Ich glaube nicht, nee. Bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr ist der Rox. Mehr glaube ich auch nicht. Das sind jetzt dann knappe. Dann wäre es dann knappe 4,25 Stunden. Ja, eventuell bis 20 Uhr, aber das ist alles spätestens. Irgendwo sind noch futtern. Was ist eigentlich hier oben jetzt? Wieder die große Treppe. Was ist denn das hier für ein... Sind wir in Chinatown angekommen oder was? Das wäre es noch. Ja, komm, Stufe 2. 3 sogar. Ach, Kacke. Irgendwas müssen wir doch hier haben. Man kann doch nicht einfach nur ein Schloss hinbauen. Stufe 2. Okay, ich hab's verstanden. Wir brauchen einfach nur ein einziger Demigeist noch. War mal da unten einer? Ne, das war das Schloss, ne? Revelio. Und hier wohnen die Pharaonen, oder was? Ah, aha! Ach so, der Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Haben wir also auch den Schulleiter gefunden. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird mit einer verzauberten Wasserspeier bewacht. Der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sie nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Hallo. Geht halt nicht, ne? Wir kennen das Passwort nicht. Ist ein bisschen doof. Lumos. Okay. Ein Kreuz, toll. Warum zum Teufel muss der Kohle... Oh, Jemine. Und wer soll mir jetzt den scheiß Schlüssel bringen hier? Das ist doch nicht eine Sau hier. Das Ding ist bestimmt da hinten irgendwo. Und hier können wir nicht rein, weil wir irgendeinen Schlüssel nicht haben. Können wir sie irgendwie Bombardier? Aber brennbar ist es nicht. Können wir das Ding rausreißen? Auch nicht. Schade. Ah, neuester Move. Nö. Schade. Okay, wir haben also das Schulleiterbüro gefunden. Endlich. Toll. Jetzt müssen wir nur noch das Passwort herausfinden und dann können wir da durch. Aber... So, eben hier geht's ja nicht lang. Da ja auch nicht. Und dahinter versteckt sich nicht irgendwas, ne? Nein, auch dahinter nicht. Ja, mal kurz. Lumos. Da ist doch das Kreuz gewesen. Jetzt haben wir das Ding. Wir kriegen zwar nur wieder eine Buchseite, aber immerhin. Ne? Also bis die Kollegen oder bis die Lehrmeister, die Lehrer irgendwie